mein Name ist Luca und meine lieben Freunde, ihr wisst ja, dass ich nicht so gut bin in Fortnite. Doch neuerdings hat Fortnite auch diesen Null-Bauen-Modus. Wir fliegen hier gerade schon über die Map, meine lieben Freunde, und hier sind überall so riesige Zeppelin-Alien-Raumschiffe. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich würde allerdings sagen, dass wir uns dort einfach mal hinbewegen. Was ist das? Was wollen die? Wieso haben die so Ausrufezeichen? Ich habe mir da einen Ort entdeckt. Okay, das muss gut sein. Wir sprinten. Seit wann kann man denn richtig sprinten hier in Fortnite? Jetzt einfach mal hier rüber und haben direkt die erste der Kiste. Da laufen wir mal direkt hin. Wir gönnen uns hier erstmal die Waffe. So, haben wir was ausgerüstet. Eins, die Sache ist, und das ist auch der Sinn dieses Null-Bauen-Modus, meine lieben Freunde. Wir müssen hier nicht bauen. Und das war immer der Grund, warum ich kein Fortnite-Pro-Gamer war. Ich konnte einfach noch nie bauen. Das war der einzige Grund. Schauen wir jetzt allerdings erstmal, was wir hier noch alles so für Gegenstände haben. Ich habe die beste Waffe im Spiel. Eine MK7 Sturmgewehr. Die hier schmeiße ich erstmal weg. Ich wollte es wegschmeißen mit Q. Wir können uns jetzt einfach mal ganz kurz hier oben durchbauen. Zack, 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 zack. Jetzt bauen wir uns eine Treppe hier hin. Wir können nicht bauen. Das hat ein Null-Bauen-Modus auch so an sich, du Lauch. Allerdings habe ich hier ein Sturmgewehr und werde damit jetzt erstmal ordentlich Stress machen. Wo ist denn der Typ hier unten? 5 Sekunden später. Okay, das schneiden wir nicht rein, Tahir. Wir können hier sogar noch ein Stockwerk höher gehen. Haben hier auch noch eine Kiste. Man weiß ja in Fortnite, je höher, desto besser. Das ist jetzt ein Raketenwerfer. Schafft er das auch dadurch? Ich habe meine neue Lieblingswaffe gefunden. Also ich bin jetzt ganz oben auf diesem Gebäude angekommen. Ich bin auch wirklich sehr, sehr hoch. Vorhin stand ich da unten. Oh! Da schneiden wir nicht rein, Tai. Wieso kann der noch leben? Wieso lebt der noch? Magic. Wir beruhigen uns jetzt allerdings erstmal, schauen, wo sich die Zone befindet. Die ist immer noch in unserem Kreis, das ist perfekt. Das heißt, wir bleiben einfach hier, werden mal so ein bisschen schauen, ob wir hier noch den ein oder anderen Gegner sehen. Allerdings konnte ich die auch gerade einfach nicht töten. Leute, was? Oh! Oh, mein Gott! I believe I can fly. Konnte man nicht mal einen Fallschirm öffnen? Der ein oder andere wird sich wahrscheinlich fragen, Mensch, Luca, warum steht im Titel mein erstes Mal Fortnite? Ja, ich weiß, ich kann euch verstehen. Ich muss mal den Fallschirm erstmal kurz. Ich kann euch verstehen, meine lieben Freunde. Die Sache ist, dass ich gerade wirklich zum allerersten Mal diesen Fortnite null Bauen-Modus spiele, weil dieses Bauen in Fortnite, das war zu Beginn ganz witzig, wenn man sich da mal eine Brücke gebaut hat und man konnte die Welt so ein bisschen verändern, so Minecraft-mäßig. Ich baue mir eine Wand oder eine Treppe oder, weiß ich nicht, eine Platte, wo ich draufstehe oder so. Aber das wurde mit der Zeit, wo die Leute wirklich absolut am Tryharden waren, sau crazy, wie das ausgenutzt wurde, um Noobs wie, nicht mich, aber andere, fertig zu machen. Weil es da wirklich Leute gab, die haben das so geisteskrank perfektioniert, das Bauen. Die haben da so heftige Sachen mitgemacht und so weiter und so fort. Da konnte ich nicht mithalten. Deswegen fand ich Fortnite auch nicht mehr cool. Aber jetzt, diesen Modus, ohne Bauen, der ist Wahnsinn. Und das ist mein allererstes Mal null Bauen. Und wir werden jetzt heute auch wirklich einmal zumindest mindestens den First Place, wie heißt das nochmal? Epic Win? Keine Ahnung, das Ding auf jeden Fall holen. Kriege ich Schaden, wenn ich dagegen laufe? In Minecraft ist das doch so. Minecraft ist ja auch ein komplett anderes Spiel, du Hirni. Das finde ich schon blöd, dass Fortnite so weit weg ist von der Realität. Ne? Warum sind überall diese komischen Luftschiffe? Oh! Oh! Wo bist du? Wo bist du? Von wo schießt er? Huh! Er ist weg, glaube ich. Hoch da! Hoch da! Ah! Nicht runter! Hoch! Zieh mich hoch! Zieh mich hoch! Zieh mich hoch! Zieh mich hoch!
mich hoch, zieh mich hoch, zieh mich hoch. Okay, wir sind da. Oh. Oh. Ach, ich kann nur Sachen im Himmel abschießen, ne? Ich kann nicht nach unten. Oh, oh, ach so. Ich kann mich ab. Okay, ist aber gar nicht so verkehrt, meine lieben Freunde, denn ihr seht schon die Zone. Da müssen wir ein kleines Stückchen laufen. Eigentlich müssen wir gar nicht so weit laufen, wenn ich mir das oben rechts mal angucke. Ich kann doch nicht wirklich hier Kanu fahren, oder? Nee. Kann ich nicht. Oh, oh, ein Postkasten. Kann ich die Kanu... Oh, das ist ein Dixie-Klo. Nee. Nee, oder? Wow! Schauen wir mal, was sich hier vorne in dem Breaking Bad Wagen befindet. Was ist eine Schockwellengranate? Oh mein Gott, ich dachte gerade, es wäre wieder so ein UFO, was ankommt, aber es ist nur so ein Feuermelder. Kann es sein, dass du dumm bist? Also die Zone endet dort vorne, deswegen werde ich zunächst einmal die Seilrutsche hier nehmen, mich weiter in diese Richtung hier bewegen und jetzt werde ich auch mal eine Schockwellengranate testen, wenn ich die hier hinschmeiße. Ah, perfekt, Digga. Das hat jetzt gar nichts gebracht mit dem Seil. Da ich allerdings Profi in Fortnite bin, werde ich mich natürlich selbstverständlich hier wieder zurück teleportieren. Herzlich willkommen in Fortnite mit Luca. Ich sehe auch schon kommen, dass viele Leute... Wir müssen erstmal Materialien sammeln, ne? Das habe ich die ganze Zeit vergessen. Ich sehe auch schon kommen, dass viele Leute wahrscheinlich schreiben werden wieder, ey, Luca, du bist ja so schlecht in Fortnite, haha. Ich spiele seit einem Jahr und habe jede Sache mitgenommen und ich kenne alles, was man da machen muss. Und du hier nur so einen Schwachsinn hier machen. Ich... Da, hier schneid das nicht rein mit Materialien sammeln. Wir haben ja nichts zum Bauen. Digga, bist du verloren, mein Junge, oder was? Wir werden uns jetzt allerdings erstmal hier in Rocky Reels ein bisschen... Was ist das denn? Ist das ein Grafikfehler? Das war nicht ich, das war Smoothie66. Oh, da oben ist eine Kiste, meine lieben Freunde. Deswegen werden wir jetzt erstmal hier vorne uns hochbewegen. Oh, was ist denn das? Ein Reparaturbr... Hat der mich nicht gesehen? Nehmen wir mal, kannst du jetzt hier die Sniper? Jetzt geht's nämlich los, meine lieben Freunde. Guck mal, hier vorne liegt noch Gold. Nehme ich natürlich auch mit. Niemand! Ha! Ha! Huh! Was ist denn, ey? Niemand kann mich aufhalten. Guck mal hier, der Null-Bauen-Modus. Das ist es nämlich für mich. Das ist es. Und jetzt, meine lieben Freunde, Taktik schlechthin warten, dass hier jemand kommt. Sich die Sachen holt. Eine Ewigkeit später. Bitte sagt mir nicht, dass das Bots sind. Das wäre absolut verletzend und peinlich. Bitte schreibt einfach in die Kommentare, Luca, das war eine Pro-Lobby, bitte. Ich habe noch nie mehr als 2 Kills in meiner Runde gemacht. So, jetzt müssen wir allerdings wieder in die Zone laufen. Und das ist auch dort vorne direkt wieder der Fall. Wir haben hier wirklich Glück. Hier vor... Jetzt wird wieder geschossen. Schnell rein hier. Tür zu. Und jetzt hoffen, dass er nicht kommt. Nein! Wir sind nicht feige, wir machen jetzt Action. Wo bist du, du blöde Sau? Ich werde dich holen. Ich werde dich im Namen der Lou Crew, der kompletten Fortnite-Community und besonders im Namen von mir, dem besten Fortnite-Spieler der Welt, richtig fertig machen jetzt. Wo bist du, hä? Oh, oh, okay, die Zone kommt. Sniper-Battle. Wow! Es leben noch 7 Leute. Ich habe 4 Kills. Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? 2000 Jahre später. Wo bist du? Wo bist du? Komm raus, komm raus, komm raus.
Es leben noch 4 Leute und ich stehe an einem ganz, ganz beschissenen Ort. Das bringt nämlich gar nichts. Das bringt nämlich gar nichts. Dritter ist okay. Plätzchen ist okay. Auf dem Plätzchen, Dritter. Tai, kannst du hin photoshoppen? First place. Danke. An der Stelle würde ich das heutige Video jetzt allerdings auch beenden, meine lieben Freunde. Wenn euch mein erstes Mal Fortnite 0 bauen Solo-Modus gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch unter diesem Video hier da, abonniert meinen Kanal und klickt auf die Glocke, wenn ihr Bock auf weitere Fortnite-Videos habt. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, was ich im nächsten Fortnite-Video mal zocken soll. Vielleicht mit wem anders oder alleine oder genau das gleiche nochmal, nur dass ich dann halt mal auch gewinne. Das wäre zur Abwechslung mal was Neues.